Vertrauen in unsere Währung ist da. Das Vertrauen im Ausland ist groß. Viele, viele Menschen auf der ganzen Welt und nicht nur Europa versuchen, ihre Vermögen in D-Mark anzulegen. Das Vertrauen in unsere Währung ist da. Auch im Inlande ist das Vertrauen groß. Niemals im Laufe von Jahrzehnten ist die Sparquote der deutschen Arbeitnehmer so groß gewesen wie in diesen Tagen und Wochen und Monaten. Damit werden alle die Cassandra-Rufe Lügen gestraft, die davon redeten, dass die Sparguthaben sich entwickeln. Da gibt es ja auch noch dann die staatlichen Sparzulagen und Sie haben sicherlich Verbindung mit einer Sparkasse und können prüfen, ob das stimmt, was ich über die Zunahme der Sparquote sage. Das Vertrauen in unsere Währung ist da. Auch im Inlande ist das Vertrauen groß. Niemals im Laufe von Jahrzehnten ist die Sparquote der deutschen Arbeitnehmer so groß gewesen wie in diesen Tagen und Wochen und Monaten. Aber ich will mich ja um dieses Thema mit den Preisen und mit der von Ihnen sogenannten Inflation im Grunde nicht herumdrücken. Es ist auf der einen Seite ein Weltproblem, wie Sie sicher auch wissen. Auf der anderen Seite ist jedes Land, jedes beteiligte Land, sicherlich aufgerufen, auf seine Weise zur Lösung dieses Weltproblems beizutragen. Wir tun das auch innerhalb der EWG. Unser Bekenntnis zu Europa ist nicht gemeint als das Bekenntnis zu einer Inflationsgemeinschaft. Das Vertrauen in unsere Währung ist da. Das Vertrauen im Ausland ist groß. Viele, viele Menschen auf der ganzen Welt und nicht nur Europa versuchen, ihre Vermögen in D-Mark anzulegen. Es steht außer Frage, dass die Bundesrepublik das beste Ergebnis hat erzielen können in dieser so wichtigen Kombination von zwei Schlüsselproblemen, nämlich Preisstabilität hier und Vollbeschäftigung dort. Das Vertrauen in unsere Währung ist da. Viele, viele Menschen auf der ganzen Welt und nicht nur Europa versuchen, ihre Vermögen in D-Mark anzulegen. Das Vertrauen in unsere Währung ist da. Auch im Inlande ist das Vertrauen groß. Niemals im Laufe von Jahrzehnten ist die Sparquote der deutschen Arbeitnehmer so groß gewesen wie in diesen Tagen und Wochen und Monaten. Das Vertrauen in unsere Währung ist da.